Sie sind Java-Anfänger und haben sich auch schon einmal gewundert, warum, sagen wir, bei einer Berechnung von 3 durch 5 eine 0 herauskommt. Dann sind Sie hier genau richtig, denn diese und weitere Fragen zu den Grundrechenarten in Java möchte ich in diesem Video gerne beantworten. Und wie Sie auf der Titelfolie sehen können, soll das der erste Teil einer Reihe der 44 fiesesten Fallen für Java-Anfänger werden. Ich bin zugegebenermaßen selbst nicht so ganz sicher, dass ich hier auf 44 Videos kommen werde, konnte mir aber diese schöne Alliteration nicht entgehen lassen. Mein Name ist Oliver Hummel, ich bin Professor für Informatik an der Hochschule Mannheim, programmiere seit mittlerweile über 20 Jahren selbst in Java und habe an diversen Hochschulen auch schon ja, bestimmt 10 Jahre lang Java unterrichtet und in dieser Zeit diverse Einblicke in die Schwierigkeiten erhalten, die Anfänger, die Programmieranfänger, Erstsemester typischerweise mit Java haben. Und ja, auf diese möchte ich jetzt in diesem Video genauer eingehen. Habe hier mal so ein bisschen was vorbereitet. Und die Grundrechenarten, glaube ich, ja, überraschen jetzt die meisten Zuschauer auch nicht wirklich. Ja. Die werden Sie auch kennen, die werden Sie auch schon in Java verwendet haben. Und Sie werden entsprechend auch Variablendeklarationen und Variablenindizialisierungen schon mal gesehen haben, wie ich jetzt hier gemacht habe. Was für Sie jetzt vielleicht ein bisschen neuer ist, sind diese sogenannten Jupyter Notebooks. Das ist eine feine Idee, wie ich finde, die ursprünglich aus der Python-Welt kommt und die es sich mittlerweile auch für Java einsetzen lässt, nämlich dass Sie ja, kleine Codeabschnitte hier direkt über einen Webbrowser ausführen können. Und zwar indem, ja, Sie sehen hier diesen ersten Abschnitt mit diesen 4 Zeilen Code, ne, indem Sie hier irgendwo reinklicken und dann auf Shift und die Return-Taste drücken. Da jetzt hier noch keine Ausgabe erfolgt, offensichtlich passiert hier nicht viel, außer dass wir jetzt hier in den nächsten Codeabschnitt runterspringen. Hat den Vorteil, ne, dass wir uns diesen ganzen Boilerplate-Code, wie man so schön sagt, bei Java-Klassen und einer Main-Methode und so weiter, dass wir uns das sparen können. Und ja, dass eben das Wesentliche der wesentliche Inhalt eines solchen Videos, den ich transportieren möchte, doch hoffentlich deutlicher erkennbar wird. Gucken wir mal weiter in den zweiten Abschnitt. Ich glaube, auch eine Addition hat jeder schon mal gesehen. Ja, ist jetzt auch kein Hexenwerk. Wir rechnen also hier a und b, also die 3 und die 5 zusammen, speichern das Ergebnis in der Variable e ab und geben das Ganze dann hier mit dem System-out-println einfach nochmal aus. Und das kann ich jetzt wieder mit Shift und Return hier ausführen. Und Sie sehen, dann kommt eben diese Ausgabe hier, a plus b ist gleich das Ergebnis von e. Analog funktioniert das natürlich bei einer Subtraktion. Ich glaube, auch das überrascht Sie jetzt nicht wirklich. Kommt eine minus 2 hier dabei heraus. Auch die Multiplikation wird erwartungsgemäß 15 ergeben. Und spannend wird es jetzt vielleicht so ein bisschen bei der Division, ne? Weil, ja, warum kommt jetzt hier 0 raus? Die eingangs gestellte Frage. Weil, ja, wir rechnen mit Ganzzahlen, ne? Also hier oben mit einer Integerzahl. Und entsprechend wird auch diese Division hier, das a durch b, eben als Integerzahl ausgeführt. Das heißt, es werden keine Kommastellen mitgerechnet. Es wird die Division ausgeführt und die Kommastellen quasi abgeschnitten. Und da die 3 in die 5 eben, oder die 5 eben nicht in die 3 hineinpasst, so rum besser gesagt, haben wir dann als Ergebnis eine 0 entsprechend. Und ja, es gibt noch eine weitere Art von Division. Vielleicht zeige ich Ihnen die zunächst einmal. Das ist die sogenannte Modulo-Division oder die Modulo-Operation. Das können wir rechnen hier mit e ist gleich wieder a, jetzt nicht durch, ne, sondern das Prozentzeichen, weil da haben wir auch diesen Schrägstrich. Ne, wahrscheinlich wurde das deswegen mal gewählt. Also a modulo b berechnet den Rest. Ne, ich schreibe es vielleicht nochmal hin, weil das erfahrungsgemäß auch etwas ist, wo sich viele ein bisschen schwer tun. Also rechnen wir e ist gleich a modulo b. Und ja, ich kopiere dann einfach mal die Ausgabe von hier oben nochmal, dass ich es nicht tippen muss. Ein bisschen Zeit spare hierbei. So, also a modulo b. Na, können wir schon mal überlegen, was ist der Rest einer Division? Wenn ich jetzt also die 3 durch die 5 dividiere, bleibt natürlich die komplette 3 als Rest übrig, weil, wie gesagt, die 5 eben nicht in die 3 hineingeht. So, muss natürlich die
Shift-Taste zu dem Return noch dazu drücken, dann kommt hier, wie gesagt, entsprechend diese 3 heraus. Jetzt könnte sich die Frage stellen oder aufdrängen, ja, soweit alles nachvollziehbar, soweit alles verstanden. Jetzt könnte sich die Frage aufdrängen, wie bekomme ich denn jetzt in solch einer Situation eine, ja, Division mit Kommastellen hin? Wie kriege ich also eine Fließkomma-Division hin? Das könnte ich jetzt auf zwei verschiedene Arten erstmal machen. Im einen oder zum einen damit, dass ich jetzt natürlich mit Doppelzahlen arbeite. Ja, dann nennen wir die, sage ich mal, x, y und vielleicht noch, ja, nennen wir es R für Result. Und, ups, da war ich jetzt ein bisschen zu schnell. Wir können auch wieder zurückgehen, können hier noch editieren, können dann jetzt beispielsweise sagen, x gleich 3 und y gleich 5, beziehungsweise können hier jetzt natürlich auch das Ganze mit dem Dezimalpunkt erweitern, können sagen dann Komma 0 oder Punkt 0 und dann können wir jetzt unser Result eben entsprechend auch ausrechnen und können sagen x durch y und lassen das dann eben ausgeben. Auch hier kopieren wir wieder schnell. So, x durch y soll dann R eben sein und dann werden wir jetzt sehen, dass hier entsprechend 0,6 herauskommt. Nächste Frage vielleicht noch: Wie kriegen wir unsere Integer-Division von vorhin jetzt hier aufgebohrt? Ja, wenn wir jetzt also sagen würden, R ist gleich A durch B wiederum und das dann nochmal ausgeben lassen. Vielleicht mache ich hier noch einen Kommentar oben drüber, ne? Fließkomma Division. Kann nochmal ausführen, er macht jetzt das Syntax-Highlighting, versteht er, dann macht er jetzt gerade irgendwie nicht, warum auch immer. So, jetzt machen wir hier unten eine, ja, nennen wir das aufgebohrte Int-Division. Und rechnen, wie gesagt, hier R ist gleich A durch B und lassen dann R hier mal an der Stelle ausgeben. Das heißt, wir haben hier A durch B wieder drin stehen. Ja, ich führe es mal aus. Und entsprechend, ja, erwartungsgemäß oder vielleicht auch nicht erwartungsgemäß, kommt jetzt hier trotzdem aber eine 0,0 raus und nicht eine 0,6. Warum das Ganze? Na, es wird hier zuerst eine Integer-Division, eine Ganzzahl-Division wieder durchgeführt. Ne? Also die Kommastellen werden nicht mitberechnet, es wird nur die Null ausgerechnet und die wird dann hinterher hier in diese Double-Variable R hineingespeichert, dass also auch wieder 0,0 rauskommt. Was können wir tun, um das Ganze, ja, auf eine 0,6 zu rechnen? Wir müssen in irgendeiner Form hergehen und müssen jetzt einen dieser beiden Teile hier, den Dividenden oder den Divisor, in eine Doppelzahl umwandeln. Das können wir zum Beispiel tun, indem wir direkt jetzt statt einer Variablen direkt eine Doppelzahl hier hinschreiben. Ja, dann wird diese Rechnung hier automatisch als Fließkomma-Division auch ausgeführt. Was können wir noch tun? Wir können auch das A direkt stehen lassen und können hier einen Cast nach Double machen. Und dann sehen Sie, dass das auch eben entsprechend zu 0,6 ausgerechnet wird. Also das wären so verschiedene Möglichkeiten, wie wir jetzt tatsächlich auch mit ganzzahligen Werten zu einer Fließkomma-Division kommen können. Und ich hoffe, mit diesen Beispielen, die ich Ihnen jetzt gegeben hatte, ich schaue gerade noch mal kurz drüber, ne? Also Addition, Subtraktion, denke ich, ist ohnehin klar. Multiplikation versteht auch jeder. Eine normale Ganzzahldivision, die eben hier dann abschneidet und keine Kommastellen liefert. Dann hatten wir uns hier die Modulo-Operation angeschaut, ne? Die mit dem Prozentzeichen funktioniert und eben den Rest der Division dann ausgibt. Vielleicht machen wir hier nochmal ein zweites Beispiel unten drunter, um das ein bisschen klarer auch zu machen. Mit dem Rest nochmal System Out Printline. Wenn wir jetzt einfach hier direkt in dem System Out Printline rechnen, was könnten wir rechnen? 7 durch, nicht durch 3, sondern Modulo 3. Ja, dann sehen wir jetzt, dann kommt entsprechend ein Rest 1 heraus. Das ist dann also die Ausgabe, die hier unten nochmal dran kommt. Dann hatte ich Ihnen noch hier diese Fließkomma-Division gezeigt
Und ich hatte Ihnen hier unten die ja, aufgebohrte Ganzzahl oder Int-Division nochmal gezeigt, wo ich dann vorher diese Variable mit einem Cast in eine Double-Variable umgewandelt habe. Ja, ich hoffe, es war was Interessantes für Sie dabei als Java-Anfänger. Würde mich freuen, wenn Sie das Video vielleicht kommentieren, wenn Sie ein Like da lassen, wenn Sie Verbesserungsvorschläge oder Rückfragen stellen, dass wir vielleicht auch ein bisschen in die Interaktion kommen können. Und bedanke mich fürs Zusehen und freue mich, wenn Sie auch im zweiten Teil der Reihe wieder dabei sind. Bis dahin.